Vielleicht hat sie Angst, du nimmst die Theaterproben genauso ernst wie dein Französischunterricht. Was? Ja, du hast die Rolle nicht bekommen, weil du so viel blau gemacht hast. Ja. Ja, das kann sein. Ist ein komisches Gefühl für dich, mit auf Kursfahrt zu gehen? Nee, wieso? Das Verhältnis zu deiner Lehrerin scheint immer noch etwas angespannt zu sein. Ja, es wird Zeit, dass wir das Verhältnis endlich klären. Ich meine, wenn wir demnächst den ganzen Tag miteinander verbringen, dann wird sie schon merken, dass ich der Richtige bin. Wenn Nico sowieso weiß, was sie machen will, dann darum geht es doch nicht, Konstantin, danke. Wir hatten eine klare Abmachung. Du kannst sie deshalb aber nicht gleich rausschmeißen. Ich weiß, dass ihr das anders seht. Aber es gibt nun mal Regeln im Leben. Und wenn man sich nicht an diese Regeln hält, muss man bitte schön auch mit den Konsequenzen leben. Ja, und wenn man zu feige ist, mit den Konsequenzen zu leben, dann zückt man eben die Brieftasche. So einfach ist das bei unserem Herrn Vater. Wovon redest du? Du hast Sarah Geld geboten? Damit sie aus Düsseldorf verschwindet? Leonard. Ich weiß, wie ich heiße! Aber ich weiß nicht, ob ich deinen Namen noch länger tragen will. Du predigst allen permanent Anstand und Moral. Ausgerechnet du, der seine eigene Tochter verleugnet. Wer wird hier verleugnet? Nico? Nein, ich rede von eurer anderen Halbschwester. Von Sarah. Hä? Wieso? Wie kommst du darauf, dass Sarah unsere Schwester ist? Sarah ist auch seine Tochter. Weil sich unser Vater einen regelrechten Sport daraus gemacht hat, unsere Mutter zu betrügen. Leonard, bitte nicht in dem Ton. Und zwar mit Frau Kepler. Mit Frau Kepler? Wie bitte? Es ist wahr, was ich sage. Aber immerhin konnte die Gute ja noch ihre Auszeichnung für besondere Dienste entgegennehmen, bevor sie plötzlich in Urlaub ging. Vater, das ist alles nicht wahr, oder? Mach dir keine Mühe, Carla. Von ihm hättest du es wahrscheinlich sowieso nicht erfahren. Warum wollte er wohl, dass Sarah die Stadt verlässt? Hast ihr Geld dafür geboten? Wie bist du denn drauf? Leonard. Leonard, du weißt genau, dass ich dafür triftige Gründe hatte. Aber ich möchte das bitte unter vier Augen mit dir bereden. Ach, und uns geht das wohl gar nichts an. Carla. Kotz gleich. Eins sage ich dir. Ich liebe Sarah. Und egal, was du versuchst, du wirst daran nichts ändern können, klar? Ihr müsst mir das glauben. Ich habe die ganzen Jahre nichts von ihr gewusst. Herrgott, selbstverständlich hätte ich sonst die Verantwortung für Sarah übernommen. Na klar. Hast du mit deiner Bestechungsnummer eindrucksvoll bewiesen. Super verantwortungsvoll. Ich gebe zu, ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst. Ihr habt Leonard eben selbst gehört. Er hat sich in Sarah verliebt. Und sie hat sich in ihn verliebt. Ja, weil sie keine Ahnung hatten, dass sie Geschwister sind. Ja, genau. Und selbst jetzt, wo ihnen diese Situation so klar ist, können sie nicht voneinander lassen. Ach so, du hast deine eigene Tochter als Nutze ihrem Schutz weggeschickt. Ja. Du mieser Heuchler. Wie oft hast du Mama eigentlich noch betrogen? Vielleicht mit dem gesamten Personal, ja? Konstantin, ich kann gut verstehen, dass... Nichts kapierst du! Ausgerechnet du! Der große Moralapostel. Ständig hältst du uns Vorträge über Ehrlichkeit. Und selber? Ich melde es eben bei Graf Lahnstein an. Carla, warte bitte. Wo willst du denn jetzt hin? Zu Leonard. Der braucht mich dringender als du. Elisabeth, was machst du denn hier? Wir wollten uns doch später im Büro treffen. Ich musste dich unbedingt sprechen. Hallo. Hi, Carla. Hallo. Ja, Leonard hat Ihnen sicher gerade erzählt, also dir erzählt. Ja, dann sollten wir uns jetzt wohl duzen. Natürlich. Schön, gern. Ja, ist doch auch logisch. Wir sind doch jetzt sowas wie eine Familie. Ja. Das ist ja schön. Hallo. Hey, Nico. Wow. Das nenne ich ja echte Wiedersehensfreude unter Geschwistern. Bin ich etwa schon komplett abgemeldet? Ach, hör auf zu spinnen.
Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ich schlag mich so durch. Und wie ist die Stimmung auf dem Schloss? Dicke Luft? Da du gerade von Geschwistern gesprochen hast, ich bin deine Halbschwester. Ja, klar. Was spielt ihr denn gerade? Das kann doch kein Schwein lösen. Und sowas soll eine Hausaufgabe sein. Also ich finde es toll, dass Frau Siebert solche Aufgaben stellt. Ist ja mal was anderes. Hm? Denk mal nach. Großes G. Kleines A. Mann, was soll das heißen? Grand G? Also klingt wie Grunge. Überfall, ach was. Freu mich doch, dass du vorbeikommst. Naja, ich wollte mal nach dir sehen. Stimmt, aber würde man im Französischen das Adjektiv voranstellen? J'ai un grand appétit. Eh bien, qu'est-ce que vous aimez manger, monsieur? Nee, ich hab schon gegessen. Das war halt nur hier, Eine originelle Hausaufgabe. Was ist denn mit dir passiert? Alles gut? Ich schätze mal, für einen Bauarbeiter ist weniger mehr, oder? Zumindest was die Klamotten angeht. Oh. Üb so einen Imagewandel? In diesen Klamotten siehst du erwachsen aus, oder? Also ich finde, es steht dir sehr gut. Très chic, Madame. Merci beaucoup. Das gibt's überhaupt nicht. Das gleiche Programm habe ich auch durch. Dienstmädchen auf dem Schloss, Suche nach dem leiblichen Vater, Endstation Johannes. Ja, echt wahr. Meine Mutter hat mir auch nicht gesagt, dass sie eine Affäre hatte. Eigentlich dachte ich, ich wäre ein Einzelfall. Tja, offenbar nicht. Ja, ich muss leider los. Arno wartet schon auf mich. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen in unserer Chaosfamilie. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, Nico. Was sind denn jetzt so Ihre, deine Pläne in Düsseldorf? Also, ich hoffe, dass ich... Ach Gott, ich muss mich ja auch beeilen. Ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch in der Musikschule für Klavierunterricht. Entschuldig mich bitte. Ich hätte mir so sehr für dich gewünscht, dass es klappt. Ich frage mich nur, warum Sarah Vater das Angebot ausgeschlagen hat. Wie bitte? Nein. Ich meine, ich hätte mit Sicherheit auch so reagiert. Schon allein aus Prinzip. Sie bleibt doch sicherlich nicht nur in Düsseldorf, um Klavierunterricht zu geben. Nein, natürlich nicht. Sie ist jetzt Teil der Familie. Und da ist es ja wohl klar, dass wir uns nah sein wollen. Als Geschwister selbstverständlich. Wie wollt ihr das denn schaffen? Ihr könnt nicht einfach einen Schalter umlegen und eure Liebe löst sich in Luft auf. Doch, das können wir. Und dafür brauchen wir weder mitfühlende Kommentare noch irgendwelche Anstandsdamen. Hier bist du. Hallo. Ja, mach's nicht so spannend. Was hat er gesagt? Wer? Na, wer schon? Der Frauenarzt. Ach so. Ja, er sagte, ich sehe blendend aus. Was meinst du? Du siehst fantastisch aus, wie immer. Aber im Moment interessiert mich... Oder glaubst du, ich sollte mal zum Friseur gehen? Kalle, zum letzten Mal. Was hat der Frauenarzt gesagt? Kannst du Kinder bekommen, ja oder nein? Kinder? Ja. Ja, na klar, kein Problem. Ich will eine klare Antwort. Ich bin völlig gesund. Ich kann so viele Kinder kriegen, wie ich will. Und wenn es sein muss, eine ganze Fußballmannschaft. Oh. So, zum Wohl. Dankeschön. So, auf eine glückliche Familie und ein gesundes Baby. Ja. Und du hast wirklich kein Problem damit, dass ich jetzt die Mutter sein werde und nicht Susanne? Absolut nicht. Es ist eure Entscheidung und ich sehe mich bei der ganzen Sache sowieso nur als eine Art Katalysator. Ach, jetzt untertreib mal nicht. Ohne dich würde die Party gar nicht steigen. Habe ich was anderes behauptet? Hey, was ist los? Geht's dir nicht gut? Alles in Ordnung.
Es ist wegen dem Baby. Richtig freuen kann ich mich erst, wenn du wirklich schwanger bist. Es wird schon funktionieren. Du weißt doch, ich bin völlig gesund. Wovor hast du denn Angst? Dass einer von euch es sich doch noch anders überlegt. Also, an mir soll es nicht liegen. Ein Anruf und ich stehe mein Mann. Alles in Ordnung? Mehr als in Ordnung. Wie meinst du das? Heute ist der Tag. Ja, Donnerstag. Eisprungtag. Du meinst? Der fruchtbarste Tag des Monats. Das heißt, du könntest heute schwanger werden. Willst du? Eigentlich dachte ich, ich hätte noch ein paar Tage Zeit. Ja, setz dich nicht unter Druck. Klappt sowieso nicht. Lass dir ruhig noch einen Monat Zeit. Das überlebst du doch sowieso nicht. Wieso? Na, nach deinen Vermutungen von gestern Abend. Lars und ich könnten es uns noch mal anders überlegen. Das war doch nicht ernst gemeint. Mhm, schon klar. Ich kenne dich. Willst du oder willst du nicht? Ich will. Lars! Susanne? Ich habe die ganze Zeit versucht, dich anzurufen, aber es ging immer nur die blöde Mailbox an. Was ist denn los? Du musst mitkommen, sofort. Aber im Moment ist es wirklich etwas ungünstig. Aber du musst. Heute ist der große Tag. Großer Tag? Das kannst du auch unmöglich vergessen haben. Nein, natürlich nicht, aber es ist, wie gesagt... Carla hat ihren Eisprung. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Ja, was ist? Worauf wartest du? Oder hast du es dir etwa anders überlegt? Du hast doch versprochen, deinen Mann zu stehen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, im Moment ist es wirklich etwas ungünstig. Ich rufe dich an, wenn ich frei bin. Aber dann kann es zu spät sein. Wir brauchen deinen Sperma, verdammt nochmal. Wir wünschen uns schon so lange ein Baby, Lars und ich. Ich meine, Herr Schneider. Er ist mein Verlobter. Herr Schneider. Ich meine, Lars. Susanne, bitte. Ich glaube kaum, dass das irgendeinen von den Herren interessiert. Und wir haben schon so oft versucht. Letztes Jahr im Urlaub auf Fuerteventura. Ostern in Malibu. Im Autokino in Lächernich. Bitte. Würdest du uns alleine lassen? Lassen Sie nur. Das hört sich doch alles sehr interessant an. Im Autokino, sagten Sie? Es kann auch ein Hotel gewesen sein. Und heute haben Sie also Ihren Eisprung, ja? Sagen Sie, hieß die Dame, der dieses glückliche Ereignis widerfährt, nicht eben noch gerade Carla? Ja, so nennt Lars mich manchmal. Ich meine, Herr Schneider, in bestimmten Situationen. In bestimmten Situationen. Verstehe. Und jetzt wollen Sie Ihren Verlobten hier aus der Sitzung holen, um gemeinsam das zu vollenden, was Sie im Autokino von Lengerich begonnen haben? Können wir das Ganze nicht auf sich beruhen lassen? Ich meine, es gibt Situationen im Leben, da wird durch Erklärungen alles nur noch schlimmer. Ich schlage vor, wir drehen die Uhr jetzt einfach eine Viertelstunde zurück und vergessen das Ganze. So sehr ich Ihrem Wunsch nachkommen möchte. Aber das ist unmöglich. Unmöglich. Ihre Kanzlei wurde mir als seriöser, zuverlässiger Partner empfohlen. Ich bin allerdings nicht der Ansicht, dass ein Mann, der sich nachts in der Umgebung von Autokinos herumtreibt, geeignet ist, meine Firma kompetent zu vertreten. Ja, meine Herren, wir gehen. Das war ja wohl nichts. War das ein sehr wichtiger Kunde? Soll es ein Witz sein? Eines der größten Unternehmen Deutschlands. International tätig, Australien, Kanada, der gesamte arabische Raum. Und für so ein großes Unternehmen solltest du einen Fall übernehmen? Die gesamte Rechtsabteilung in allen Firmenbereichen.